Aus christlicher Sicht ist Arbeit nicht nur Gottes Plan für Frauen und Männer, sondern er selbst, als sein Sohn Mensch wurde, entschied sich, zur Arbeitswelt zu gehören. Neue Technologien, Roboter, künstliche Intelligenz und seit vergangenem Jahr die Covid-19-Pandemie beeinflussen und verändern die Arbeitswelt erheblich. Die Internationale Katholische Kommission für Migration in Genf legte kürzlich ihren Abschlussbericht ihres dreijährigen Projekts vor zum Thema Die Zukunft der Arbeitswelt gemäß Laudato Si. Ich sprach mit dem Generalsekretär der Organisation über das Ergebnis des Berichts. Guten Tag, Monsignore Vitillo. Good afternoon, Christian. Die Zukunft der Arbeitswelt gemäß Laudato Si, so der Titel Ihres Berichts, in dem Sie besonders den Aspekt Flüchtlinge und Migranten beleuchteten. Der Bericht ist das Ergebnis von über drei Jahren Arbeit, zusammen mit etwa 30 katholischen und anderen glaubensbasierten Organisationen, in denen wir uns vorgestellt haben, wie die Zukunft der Arbeit aussehen könnte. Im Lichte der Enzyklika Laudato Si haben wir viele der Probleme verstanden, mit denen vor allem Zuwanderer, Niedriglohnarbeiter und inoffizielle Arbeiter konfrontiert sind. Und wir haben versucht, uns vorzustellen, wie es wäre, wenn wir Arbeit wirklich als Erfüllung unserer Menschenwürde ansehen würden und als Krönung der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung. In dem Bericht heißt es, dass Arbeit eine menschliche und spirituelle Erfahrung sei und sie mit menschlichem Sinn erfülle. Sie füge uns in die Konkretheit der Welt ein und ihre Materialität zu begreifen, mit ihren Grenzen zurechtzukommen und unsere Umwelt zu verstehen. Die Arbeitswelt, so der Bericht, diene auch als Basis der Umgestaltung der bestehenden Realität. Werden die bedeutenden Beiträge von Flüchtlingen oder Arbeitsmigranten zur Gesellschaft von den Regierungen und den Medien ausreichend und korrekt kommuniziert? Die kurze Antwort ist nein, das wird überhaupt nicht wahrheitsgetreu dargestellt. Ich denke, wir können das am Beispiel von Covid-19 sehen, wo, während viele von uns zu Hause bleiben, um sich zu schützen, viele der lebenswichtigen Dienstleistungen im Gesundheitswesen, im Supermarkt, der Müllabfuhr in den meisten Fällen von Zuwanderern und Flüchtlingen geleistet werden. Und trotzdem honorieren wir das nicht. Papst Franziskus sagte, dass Flüchtlinge und Migranten keine Zahlen wären. Es scheint jedoch heutzutage, dass sie in Statistiken und hinter Zahlenwerken geradezu verschwinden. Nun, ich denke, es liegt daran, dass die Medien sich oft nur auf Statistiken berufen und auch über Flüchtlingswellen und das Flüchtlingsproblem sprechen, ohne sie jemals als Personen zu bezeichnen. Gleichzeitig denke ich jedoch auch, dass viele von uns, ihre Brüder und Schwestern in der menschlichen Familie und sogar wir Katholiken, sie verschwinden lassen, weil sie vielleicht einen anderen Akzent, eine andere Hautfarbe und eine andere Kultur haben. Und wir haben oft Angst vor Menschen, die anders sind als wir. Papst Franziskus fordert, dass wir die Wegwerfkultur, in der wir Menschen ablehnen, aufgeben und stattdessen eine Kultur der Begegnung schaffen müssen, in der wir sie kennenlernen und dann feststellen werden, dass sie die gleichen Hoffnungen und Träume und die gleiche Würde haben, die Gott uns allen gegeben hat, als er uns geschaffen hat. Angesichts der Covid-Pandemie bemängelt Monsignore Vitillo den wirtschaftlichen und gesundheitlichen Schutz von Zugewanderten und Flüchtlingen. Sehr oft haben die Flüchtlinge und die Migranten, wie bereits erwähnt, so viel für uns geleistet und werden dennoch nicht anerkannt. Und deshalb können viele von ihnen, bedauerlicherweise, keine staatlichen, wirtschaftlichen Hilfen erhalten und sie haben nicht einmal Zugang zur Gesundheitsversorgung. Sie haben kein Recht darauf, getestet zu werden und auch kein Wahlrecht, weil sie nicht in den Ländern, die sie aufgenommen haben, geboren sind. Fazit des Berichts Die Zukunft der Arbeitswelt gemäß Laudato Si. Um alle einzubeziehen, müsse das Ziel sein, das erwerbsfähige Alter auf zwischen 24 bis 65 Jahre zu erweitern, neue Formen der sozialen Absicherung geschaffen werden und der Begriff Fürsorge konzeptionell und statistisch ausgearbeitet werden, damit sie in das Standardvokabular der Arbeitsökonomie und Statistik Eingang finden könne.